Der Schöpfer, was er immer wir darunter verstehen, ob das der liebe Gott ist, ob das die Schöpfung ist, das Universum. Die Schöpfung hat uns nach ihrem oder seinem Ebenbild erschaffen. Das heißt, wir sind daherkommen, vollkommen ausgestattet mit allem. Auf dem wunderschönsten, reichsten, tollsten Planeten. Und man hat uns gesagt, dass mehr oder weniger zu Beginn waren da Affen und dann irgendwie werden wir da rausgekommen. Das ist ein kompletter Schwachsinn. Und wir wissen und spüren das alle im Herzen, dass das ein Blödsinn ist. Und wir sind auch nicht aus den Steinklopfern erwachsen in dieses Bewusstsein, wo wir heute stehen. Man hat uns dahin geführt. Wir waren als Menschen auf dem Planeten einmal total im Einklang mit der Natur und haben all diese technischen Hilfsmittel, die wir uns jetzt erschaffen haben, gar nicht gebraucht, weil wir die Fähigkeiten in uns haben. Wir brauchen keine Telefone, wir könnten eigentlich so miteinander kommunizieren. Wir könnten uns eigentlich vielleicht von Ort zu Ort manifestieren und bräuchten nicht in irgendwelchen primitiven Explosionsmobilen reisen, ja, wie wir es heute tun, deswegen ist der Fahrer so laut. Und wir dürfen uns erinnern, dass wir diese vollkommenen Wesen sind, weil das ist der Schlüssel dazu, dass wir all das umsetzen, wovon der Joe heute gesprochen hat. Das ist der Schlüssel, dass wir in diese Freiheit wiederfinden, die uns vollkommen innewohnt. Die ist in unserem Herzen ganz natürlich. Das, was wir jetzt tun, das fühlt sich für uns alle nicht natürlich an. Deshalb sitzen wir da, deshalb stehen wir da, deshalb gehen wir und rütteln die Menschen wach und sagen, bitte, erinnert euch, das sind wir nicht. Aber das wurde aus uns gemacht. Und das wurde perfide über Jahrtausende mit uns gemacht. Das ist ein ausgeklügeltes System. Und es gibt bis heute Menschen, ganz, ganz wenige, an einer Hand abzuzählen, die das bis vor kurzem betrieben haben. Die erkannt haben, welche Gedankenkraft wir Menschen haben und die sie gegen die Menschheit gelenkt haben, zu ihrem eigenen Nutzen. Und heute stehen wir da, diese Menschen haben erkannt, dass die Menschheit erwacht. Das Problem, was jetzt ist, es gibt so viele Bioroboter da draußen, so viele Menschen, die das geglaubt haben und das umsetzen. Das sind die Sicherheitskräfte, das sind die Banker, das sind die die Bundeskanzler, die Präsidenten, die glauben das alle wirklich, weil sie so gesteuert worden sind. Und wir, die wir jetzt aufwachen, wir haben die Aufgabe, dass wir die alle abholen, dass wir die alle erreichen, dass wir mit ihnen sprechen und dass wir ihnen sagen, Moment einmal, Stopptaste. Das ist ein Blödsinn, das stimmt alles überhaupt nicht. Und da komme ich auch zum OPPT und was da passiert ist. Der OPPT, das ist der One People's Public Trust. Das klingt ein bisschen kryptisch, ist aber eigentlich nichts anderes als ein Treuhand, als ein Treuhandfonds, aber ist eigentlich kein Fonds, sondern eine Treuhandgesellschaft, wenn man das so nennen will. Und zwar sind Menschen wie wir aus den verschiedensten Schichten, und zwar aus den Bankenkreisen, aus den Juristenkreisen sind sie zusammengekommen, weil sie alle in ihrem Bewusstsein gespürt haben, da passt etwas überhaupt nicht. Und die haben das komplette System, so wie es der Jones heute auch dargelegt hat, durchforstet nach diesen Fehlern. Und sind irgendwann draufgekommen, das sind keine Fehler, die man irgendwo mit Schrauben beseitigen kann, sondern das ganze System ist korrupt aufgebaut. Das heißt, das ganze System, wie es heute ist, wurde nur erschaffen, um uns zu kontrollieren. Es wurde nie erschaffen, um uns zu dienen. Wir können jetzt etwas erschaffen, das uns dient. Aber das wurde nur erschaffen, um ein Dach der Pyramide zu haben, damit es das ganze Werk kontrollieren kann. Genau. Und die haben das erkannt. Das sind 4, 5 Menschen, die haben eine jahrelange Untersuchung eingeleitet. Wirtschaftssystem, Bankensystem, Finanzsystem, Regierungssysteme. Und sie sind auf unglaubliche Sachen draufgekommen. Nämlich, dass unsere sogenannten Regierungen oder hoheitlichen Staaten gar nicht mehr solche sind. Wir gehen davon aus, dass die Republik eine Republik ist. Wir haben ein Bild davon, was das zu bedeuten hat. Das ist eine Hoheit, die wir ihnen gegeben haben, so wie der Joe gesagt hat. Der Mensch steht in der Mitte des von ihm gestalteten Rechtes. Ja? Und wir gehen davon aus, dass der Staat ein hoheitliches Gefüge ist. Das ist aber schon lange nicht mehr. Weil im Zuge dieses Kontroll- und Sklavensystems ist diese kleine Gruppe von Menschen draufgekommen, dass wir alles, was wir in unserem täglichen Leben machen, aus dem Antrieb machen, dass wir uns schaden. So wie der Joe das gesagt hat, wir müssen uns Geld wegnehmen. Alles ist zum Handeln geworden. Alles hat nur mit Geld zu tun. Alles ist nur Kommerz.
Also haben sie gesagt, wunderbar, wir bringen alle unter unsere Kontrolle, wir bringen alle in dieses Handelssystem rein. Wir erpressen durch das Kredit-Geld-Zinssystem die hoheitlichen Staaten so lange, bis sie ihre Hoheit aufgeben müssen, und wir wandeln sie in ganz normale Unternehmen um. So wie der Hubermaler, so wie der Bäcker, so wie die GmbH, so wie die Genossenschaft, so sind unsere Staaten heute Unternehmen, eingetragene Unternehmen. Das ist keine Fiktion, das ist keine Theorie, sondern ihr könnt sich das alle nachschauen. Es gibt die internationalen Handelsregister und Unternehmensregister. Da ist die Republik Österreich eingetragen, da sind die Finanzämter eingetragen, da sind die Stadtverwaltungen eingetragen, da ist alles eingetragen. Da steht alles zur Verfügung, diese Information. Und was bedeutet das für uns? Wir sind davon ausgegangen, dass wir in einem Staat leben und in Wahrheit sind wir das Personal einer Firma, eines Unternehmens. Und das stellt einmal ein ganz anderes Bild dar. Und dieser One People's Public Trust, diese Treuhandgesellschaft hat gesagt, das kann alles überhaupt nicht sein. Der Mensch wird geboren als freies, beseeltes, göttliches Wesen. Und zwischen ihm, dem Menschen und der Schöpfung kann nichts stehen. Und schon gar nicht ein korruptes, kommerzielles System. Unternehmenssystem. Also haben sie gesagt, wir werden jetzt uns das System zu nutzen machen, um das System von ihnen zu stürzen. Und soweit wir das heute verstehen, haben sie das auch geschafft. Sie haben das System von ihnen gestürzt. Und zwar wie? Es gibt diese Gruppe von Menschen, die sich so gut wie alles unter ihre Nägel gerissen hat, hat vor ca. 60 Jahren einen internationalen Handelskodex erschaffen. Das ist der UCC. Das ist der Uniform Commercial Code. Und sie nennen es offiziell einen Code oder einen Kodex, wie wir sagen würden. Das heißt im Grunde Verhaltensregeln. In Wahrheit ist es aber internationales, weltumspannendes Gesetz für allen Handel, der betrieben wird. Und nachdem das Geldsystem natürlich der Handel ist, nachdem, wie wir jetzt wissen, die Regierungen in Wahrheit Unternehmen sind, der Handel sind, nachdem unsere Personen nichts anderes sind wie Mittel, um zu handeln, ist alles Handel auf der Welt. Das heißt, wir werden nicht mehr als lebende Wesen betrachtet, sondern als, wenn man so will, Einzelunternehmen über unsere Personen. Alles ist Handel, alles untersteht diesem Handelsrecht, diesem UCC. Das wissen die meisten Juristen nicht. Das wissen nur die, die im internationalen Banken- und Handelsrecht tätig sind. Die wissen aber, dass alle nach diesen Spielregeln spielen. Alle. Ausnahmslos alle. Und der One People's Public Trust hat gesagt, okay, dieses UCC, das besteht, das gilt für alle. Also gehen wir in dieses System und machen es uns zu nutzen. Und beim UCC ist es so, nehmen wir mal an, der Joe würde behaupten, ja, ich schulde ihm 30.000 Euro. Genau, genau, das war das. Ja. Jetzt weiß ich es wieder. Nehmen wir mal an, der Joe würde behaupten, ich schulde ihm 30.000 Euro. Dann kann er eine UCC-Erklärung machen. Da gibt es genau Richtlinien, da schreibt er das rein, das ist meine Behauptung oder eine Forderung, das wird dort eingetragen. Und dann habe ich drei Monate, also ich werde natürlich davon verständigt, ja, weil das ist fast so ähnlich wie eine Anzeige, ja, oder ein Titel, den er erwirken will. Und ich werde davon verständigt. Joe Kreisel behauptet, Sean Nolan schuldet ihm 30.000 Euro. Jetzt habe ich drei Monate Zeit, um da zu widersprechen, einzusprechen und natürlich irgendwelche entlastenden Beweise vorzulegen. Tue ich das nicht, dann gilt das als Recht. Er hat sein Recht erwirkt über diese Erklärung. Das heißt, er braucht nicht mehr vor Gericht gehen, er kann das sofort vollstrecken. So ist das UCC aufgebaut. Und das haben sich alle Banken, alle Regierungen vereinbart, dass sie danach spielen. Das heißt, dieses System gilt auch für alle. Und der One People's Public Trust hat gesagt, im Namen aller Menschen auf dieser Welt machen wir folgende Erklärungen. Und haben das mit einem fundamentalen Dokument, also perfekt recherchiert, mit Hilfe von Banken-Insidern, mit Hilfe von Juristen-Insidern, mit Hilfe von Regierungs-Insidern belegt. Wir machen folgendes Statement. Zwischen dem Menschen und dem Schöpfer kann niemand stehen. Mhm. Der Mensch ist frei.
Alle Banken und Regierungssysteme sind de facto Sklavensysteme. Weil dieses Schneeballsystem kann nur ein Sklavensystem sein, weil so wie der Joe gesagt hat, wir rennen, um uns zu schaden, damit wir die Zinsen zurückzahlen. Alles Geld sind Schulden, es ist ein nie enden wollender Kreislauf. Wir sind Sklaven, ja, wir sind Zinssklaven. Das haben die erklärt, haben das wirklich auch fundamental bewiesen, wieso das so ist. Des Weiteren haben sie bewiesen, dass alle Regierungen, so gut wie alle Regierungen, ich glaube bis auf drei oder vier, die noch irgendwie einen hoheitlichen Status haben, Unternehmen sind und haben alle Banken und alle Regierungen per Erklärung zwangsvollstreckt. Und was die gemacht haben, wäre grundsätzlich mal einfach die gleiche Erklärung gewesen, wie der Joe Kreisel sagt, der Sean Olin schuldet ihm 30.000 Euro. Also mal eine Erklärung, er behauptet das. Die haben das dort registriert, nach allen Regeln dieses UCCs. Ganz legitim, das kann man überall nachlesen, das kann man in den Datenbanken nachschauen. Das ist bestätigt, aufgenommen, empfangen. Alle wurden darüber informiert. Die Regierungen, die Banken, die Unternehmen, sie wurden über das informiert. Das ist die... Ja, jede Firma unter Anführungszeichen auch einen Brief bekommen haben. Das ist genau das, was wir versucht haben nachzuprüfen. Die jetzige, also ich weiß, dass Banken und Regierungen, das weiß ich deshalb, weil es sehr viele Banker gegeben hat, die das zugeben haben, informiert worden sind. Angeblich hätte die Information für die Unternehmer, sprich de facto auch uns, ja, wenn wir Unternehmer sind, über die Dachverbände passieren sollen. Ob das jetzt die Wirtschaftskammern sind oder andere Verbände, in denen Unternehmer gesammelt sind. Ob das so passiert ist, was die weitergeben haben, ich bin mittlerweile kein eingetragener Unternehmer mehr, ich habe nichts gekriegt, aber ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch ein Unternehmen hat und da Benachrichtigung gekriegt hat. Ich glaube nicht. Ich weiß aber, dass Banken und Regierungen das sehr wohl gekriegt haben. Die haben das erklärt und das im Grunde hätte das System... Banken, Regierungen hätten dem widersprechen können. Sie haben aber 3 Monate lang dem nicht widersprochen. Der Grund, und das können wir jetzt mittlerweile sagen, ist deshalb, also weshalb sie nicht widersprochen haben, ist, weil das so umfangreich formuliert, erklärt und erwiesen war, dass jede Reaktion darauf ein Eingeständnis gewesen wäre, dass das wirklich besteht. Jetzt haben die gesagt, wir tun nichts. Wir kehren das unter den Teppich. Unter anderem haben sie behauptet, das gilt ja gar nicht. Aber es ist deren Recht, das die erschaffen haben. Das ist deren Kodex. Das ist nicht der Kodex von irgendwelchen Systemen Außenseiter. Das ist der Kodex, den die erschaffen haben. Und es ist, glaube ich, die älteste Waffe. Und die beste Waffe ist, dass du die Waffe des Feindes gegen dich, gegen ihn selbst richtest. Ne? Und genau das haben die gemacht. Die haben das System von ihnen aufgelöst. Und per 25. Dezember 2012 ist diese Frist ausgelaufen, diese Einspruchsfrist. Okay. Seitdem sind wir de facto in einem totalen Freifall. Welcome to freedom. Welcome to freedom. Das heißt, was da draußen an behauptet System zu sein, dürfte eigentlich gar keins mehr sein. Und ist auch keines mehr. Jetzt kommt immer wieder die Frage, wir haben alle 2 Wochen ein OPPD-Treffen in Kärnten. Jetzt kommt immer wieder die Frage auf, was ist, wenn das nicht stimmt? Was ist, wenn irgendein juristischer Fehler gemacht worden ist? Was ist, wenn irgendein Punkt falsch gesetzt worden ist und das alles stimmt doch nicht. Und ich sage dann immer, naja, ist es deshalb nicht die Wahrheit? Selbst wenn in dieser Fiktion ein Fehler gemacht worden wäre, spüren wir deshalb trotzdem nicht im Herzen, dass die Wahrheit gesagt haben? Dass wir vollkommen freie Lebewesen sind? Auf alle Fälle. Stimmt es deshalb trotzdem nicht, dass das ein Sklavensystem ist, in das wir gezwungen worden sind, unwissentlich? Stimmt es deshalb trotzdem nicht, dass die behaupten, sie wären Volksvertreter, Kapitalvertreter sind? Diese Fragen, die können wir uns alle beantworten, aus dem Herzen und mit Verstand natürlich. Das heißt, während ganz viele Kreise darüber diskutieren, ist das juristisch korrekt oder nicht korrekt, ist dieses UCC, trifft das auch auf den Huber-Bäcker in Schwarz zu? Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, wenn wir endlich verstehen, dass diese große Fiktion am Zerbröckeln ist, weil so viele Menschen auf der Welt verstehen, dass es nur zu unserem Schaden ist. Es ist nur dafür da, damit wir weiter hackeln, arbeiten, unsere Zeit verplempeln, dass wir krank werden, weil wir uns von dem System füttern lassen mit allen möglichen Schlechten. Es ist nur dazu da, dass wir nicht zum Nachdenken kommen.
weil wir die Zeit nicht haben. Dass wir nicht zum Nachspüren kommen, was unsere wahre Bestimmung ist. Das macht das System in uns. Jetzt ist die Frage, brauchen wir tatsächlich den OBÖBD als irgendein Dachverband oder haben die uns einfach nur den Fall gemacht, dass sie eine riesengroße Erkenntnis in ein wunderschönes Dokument verpackt haben, das jeder von uns nachlesen kann und am besten mit seinem Herzen liest, weil dann liest er noch viel mehr raus. Damit wir endlich erkennen, dass es Zeit ist, was anderes zu machen. Der Joe hat letztens einen Beitrag geschrieben auf Facebook und hat geschrieben, die Hirne, sprich die, die nur mit ihrem Verstand bei der Sache sind, die haben uns dahin geführt, über Jahrhunderte und Jahrtausende, wo wir sagen. Wir sagen, es ist an der Zeit, dass wir mit unserem Herz dabei sind, ganz und gar. Weil in unserem Herzen, da erinnern wir uns, wer wir wirklich sind. Und da fühlt sich das plötzlich total leicht an, wenn wir daran denken, dass wir frei sind. Dass es nichts geben kann, dass es keine unsichtbaren Seile geben kann, die uns an irgendwas binden. Das ist unser Planet. Wir sollten ihn so behandeln, als ob er nicht in unserem Eigentum stünde, sondern als ob er und wir in einer wunderschönen Harmonie stünden. Und in diesem Bewusstsein, wo wir unser Wissen ausgetauscht haben, wo wir unsere Erfahrungen ausgetauscht haben, wo wir ganz viel Zeit verbracht haben. Wir waren ja auf Tour unterwegs, ihr habt es früher gehört mit Frank. Das sind meine Frau, die Christine und der Joe und ich ganz viel zusammengesessen und haben philosophiert und geredet und haben gesagt, wir möchten Welcome to Freedom sagen. Wir würden gerne keine Organisation, keine Gesellschaft, sondern eine Zusammenkunft von Menschen gründen. Gründen im Sinne von, wir sind jetzt da, bitte schließt euch einfach an, wo ihr wollt, in welchem genau. Bereich ihr wollt, was für euch richtig ist. Ob das Thema jetzt Freeman ist, ob das Thema jetzt freie Energie ist, ob das Thema jetzt gesunde Ernährung, ob das Thema OBBT ist, Leben im Einklang mit der Natur ist, es ist vollkommen egal. Weil wir kommen alle zusammen, das gehört alles zusammen. Und Welcome to Freedom bedeutet nur, wir haben es alle erkannt. Gehen wir raus, tragen uns wieder dorthin, erzählen wir den Menschen von dem und wenn sie uns auslachen, okay, einer wird uns auslachen, zwei werden uns zuhören. Früher haben uns zwei ausgelacht und einer hat uns zugehört. Heute hören uns zwei zu. Morgen werden es drei sein, übermorgen sechs. So läuft das jeden Tag. Weiterführend hat das OPPT, wenn man es verwenden möchte, und man kann es verwenden, ganz viele tolle Instrumente erschaffen, damit wir dem System erklären können, was es ist, weil die Frau auf dem Finanzamt, die jeden Tag den gleichen Vorgang macht, die weiß gar nicht mehr, was sie macht. Und der Herr bei der Stadtverwaltung, der irgendwas abstempelt, und der Herr im Ordnungsamt, oder bei uns heißt das, Magistrat, Entschuldigung, bei Herrn Magistrat, die haben keine Ahnung, was sie da tun. Die tun ihre Arbeit. Heute haben sie einen Joe am Flughafen quasi ausgezogen. Die Frau Elmau Thaler, die haben wir gefragt, ob sie eigentlich weiß, was sie da tut. Bitte? Wenn er so fernstaufig ist, die halt manchmal. Ja. Das war super heute. Ich bin durch, ich habe mein ganzes Dings auspackelt, gell, alles, was ich halt gehabt habe, Telefon und Kamera und Brühen hingelegt. Ding. Und bin dann durch dieses Tor durch. Der Schaum vorher, das Ding vorher, da ist alles gut gegangen, aber ich dachte, passt jetzt bei mir eigentlich. Bim! Ja, und wenn ich dann wusste, das war die Gürtelschnalle, und sage ich an die Gürtelschnalle. Das war natürlich das Penis-Piercing, entschuldige bitte. Nein. So, die Gürtelschnalle. Dann hat der Kontrolleur zu mir gesagt, das ist ja interessant, das ist ja ein privater Sicherheitsmann. Das ist ja kein öffentlich bedienstetes Organ, sondern es ist ein privater Sicherheitsmann. Irgendein Typ, der nicht kennt, der mich nicht kennt, sagt, Gürtelschnalle, ja, bitte den Gürtel runter tun. Und das mag ich nicht, weil das ist so ein großes Ding und das ist alles die Action. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht runter tun, das ist was ist denn leicht? Da ist die Gürtel schnell. Ich habe gesagt, ja, aufmachen bitte, Gürtel aufmachen. Ich habe Gürtel aufgemacht, dann hat er dann umgegriffen, hinten umgegriffen und der ist dann zu mir gegangen und hat mich so ganz froh, als er angeschaut hat. Und er prüft und dann hat er so, bitte jederzeit, danke. Drei mal die Handflächen rum, danke, andere. Alles genau, ja, ich weiß schon, ich kenne das. Und ich hab's gefilmt, ja. Jetzt kann ich dafür nichts mehr garantieren, aber ich hab gesagt, du, der macht das gut.
Und dann hat er gemeint, da hinten hat er nämlich noch ein paar Zettel eingesteckt gehabt. Noch. Die Zettel, was ist das? Da habe ich gesagt, ja, das sind Zettel, da gehört das Auto drin, das ist Papier, das brauche ich mir nicht raus tun. Da habe ich gesagt, nein, aus, muss ich anschauen. Und dann hat es mir gereicht, dann habe ich die Schuhe rausgezogen, schon die Hosen rausgezogen, habe das Leibern rausgezogen und habe sie in das Ding reingegangen, bin durchgegangen durch das Tür. Und der ganze Flughafen hat geschaut. Und die Frau ist dort gestanden und hat gesagt, bitte, um Gottes Willen, schieb sie nicht wieder. Ja, dann ist er zu mir gekommen mit dem Tennisschläger da, der pipsen kann. Und er hat gemeint, beim Intimbereich muss es auch noch schauen. Und habe ich sofort da, als da ich sofort die Unterhosen ausziehen. Ich sage, bitte lass es. Und ich war froh, dass ich keinen Intimpiercing habe, sonst hätte ich es wieder piepst. Ja, und dann bin ich da 5 Minuten in der Unterhosen am Flughafen gestanden. Alle Leute haben gesagt, bis ich meine Hosen wieder gekriegt habe und wieder angezogen war, hätte man fast den Flieger versagt. Aber diese Frau Elmertaler hat mir gesagt, ich habe ihr gesagt, das habe ich ihr gesagt, wie sie mir meine Spraydosen geflacht hat. Die hat mir gerade mein Deo, deswegen, ich weiß nicht, ob sie es ihr schon riecht, aber mir wurde mein Deo gestohlen. Mir wurde mein Deo gestohlen. Die hat in meiner Toilettasche ein Deo gefunden und ich bin ja nur von Wien nach Innsbruck geflogen. In unserem Land, mit meinem Deo. Und das habe ich nicht mitnehmen dürfen, obwohl es fast ein Labor war. Jetzt habe ich diese Nummer und ich habe dann diese Frau Elmertaler gefragt, ob sie schon merkt, was sie da tut, bitte. Ich mein, wir zahlen das alles und ich muss mir von einer Frau, die ich nicht kenne, nicht weil es eine EU-Richtlinie gibt, in meinem eigenen Land das Deo stellen lassen. Ich habe zu ihr gesagt, sie ist eine beauftragte Diebin. Ich habe gesagt, nein, das ist kein Diebstahl. Ich habe gesagt, das ist Diebstahl, was sie da machen. Nein, wenn ich aus dem Sicherheitsbereich wieder rausgehe, dann kann es mir es wieder geben. Ich habe gesagt, ja, aber dann versammeln wir Flieger, wieder hinfliegen in mein Land von A nach B, wo ist das Problem? Das ist ein Autobus mit Flügeln. Ja, das ist ja nichts anderes, wenn ich in den Bus einsteige. Nein, ja, nein, sie müssen wir das wegnehmen und sagen, ich bin blöd. Der Christine haben sie in der Superparfum gestohlen. Genau. Und wir werden nur, weil sie natürlich sagen, das sind die Gesetze. Wir werden bestohlen. Ja, aber das Schlimmste war, dass sie gesagt hat, sie denkt nicht mehr darüber nach. Und sie denkt, genau, das war die Krönung des Ganzen. Sie hat gesagt zu mir, ja, sie denkt da nicht drüber nach, das muss sie tun, das ist ihre Arbeit. Ja, und mit solchen Leuten haben sie nicht. Das ist es. Entschuldige, aber das war jetzt die andere. Ja, selbstverständlich. Mit der Unterhosen, das war wirklich ein geiles Bild. Wir werden das online stellen. Aber was uns aufgefallen ist dabei, die weiß wirklich nicht mehr, was sie tut. Ja, das ja. Also vor zehn Jahren hätte die dort gesagt, habt ihr in Hawaii, was ist denn da los? Was spielt denn ihr da für ein Theater? Versteckt die Kamera? Mit Hallo? Ja, mit dem Baby, warum wir uns eigentlich schon aufgeregt haben. Ja, ich sag's euch, wie es ist, ja. Ich weiß das, wie es ist. Ich nehme es ja in Kauf. Heute haben wir es gebraucht, weil wir müssen morgen schon wieder ganz woanders sein. Deswegen haben wir einen Flieger genommen. Wir wissen, wie es ist. Im Grunde hat man zwei Möglichkeiten, nicht mehr mit dem Flugzeug zu fliegen. Es wird in die Busse vielleicht dann auch kommen, wenn wir nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen, wenn wir uns nicht aufregen, wenn wir nichts tun. Aber was mir wirklich ganz und gar, was mir gezeigt hat, wo das System, wo dieser kleine Kreis von Menschen bis in alle Details eingegriffen hat, nicht mehr tut, sie haben. Da ist eine Frau gestanden, eine hübsche junge Frau, mit einem Wickeltuch, wo ein Baby drin war. Das Baby wird drei, vier Monate gewesen sein. Das hat sie so ganz eingewickelt gehabt, einfach so, um es dort zu schützen. Und die sogenannte Sicherheitsdame dort ist zu ihr hingegangen und hat zuerst die Frau komplett abgetastet. Komplett. Das heißt, hinter die Ohren, zwischen, also, ihr kennt es euch vorstellen, ihr kennt die Bilder. Komplett, also menschenunwürdig. Ja. Die Frage ist nur, für wen mehr? Für die abgetastet wurde oder für die abgetastet hat? Und dann ist es aber wirklich so weit gegangen, dass sie das Baby abgetastet hat. Und das Baby, das war zur Mutter gerichtet, das heißt, die Augen waren an die zur Brust gerichtet. Das war komplett eingewickelt, das konnte also nichts sehen. Hat aber genau gespürt, was da passiert. Noch bevor die Frau das Baby angegriffen hat, hat sich es verkrampft und zusammengezogen. Müsst ihr euch das vorstellen, ein 3-4 Monate altes Baby, das spürt, was da passiert, das spürt, dass da was Schlechtes, was Unrechtes, was Falsches passiert, krampft sich zusammen aufgrund von irgendeiner vollkommen idiotischen Richtlinie, die mit unserem Schutz überhaupt nichts zu tun hat. Die ist nur dazu da, um uns daran zu gewöhnen, dass es normal sein sollte, dass wir uns kontrollieren lassen, ausziehen lassen, in diverse Körperöffnungen schauen lassen. Genau. Und es war die Erfahrung, der Joe nimmt es mit Humor und der ist erwachsen, der kann auf sich schauen und kann sagen, stopp, morgen nicht mehr. Aber das Baby in der Sekunde hatte überhaupt keine Möglichkeit, das zu tun. Ja. Ist aber eingebrannt, diese Erfahrung. Kann man sehen und wie man will, es ist eingebrannt.
Das war das Traurige in der ganzen Geschichte. Joe hat mir viel Spaß gehabt, habe ich gefilmt. Und irgendjemand wird das auf YouTube schauen und der Gaudi machen. Ja, genau. Nein, aber es stimmt, was er sagt, weil die Kinder, die erleben das auch, dass die eigenen Eltern da mitmachen und werden in dem Fall genau in die richtige Richtung schon kontrolliert, dass das okay ist, wenn da Autorität ist, dass man da folgt. Genau. Egal warum. Und bevor ich zu den Instrumenten des OPPT, weil das ist wichtig, ich möchte das gerne sagen, weil es ganz spannend ist. Komm, möchte ich noch ansagen, und das hat der Joe am Rande angesprochen, und mir fällt es auf, wir kommen jetzt an den Punkt, wo ganz viele Menschen wütend werden, aber uns, weil sie, die meisten, immer alles richtig gemacht haben, sich an alle Regeln gehalten haben, brav gearbeitet haben, ihren Bausparer eingezahlt haben und alles das gemacht haben, wovon behauptet wurde, es ist richtig und gut für uns. Und jetzt fällt das Werk zusammen. So Baustein, Dominoplatz nach Dominoplatz fängt an zu fallen. Und jetzt werden die Menschen richtig sauer und wütend. Und viele haben nichts mehr zu verlieren. Genau. Und das war einer der wichtigsten Gründe oder Triebfedern, warum wir auch gesagt haben, wir möchten die Menschen nicht auffangen, aber ihnen eine Stütze sein. Weil wir sehen in allen anderen Regionen und Ländern der Welt, dass diese Gewalt und dieser Hass geschürt wird zwischen den Menschen, ne? Dadurch. Die fangen wieder an zu kämpfen und das System lacht sich ins Fäustchen, weil das ist das alte Spiel, das immer wieder funktioniert. Jetzt lassen wir sie gegeneinander kämpfen, bis sie sich die Köpfe einschlagen und dann kommen wir wieder als Retter und Erlöser und haben die neue Welt als die Lösung. Und diesmal müssen wir sagen, nein, wir sind erwacht, das ist nicht mehr die Lösung. Darum geht's bitte auf die Menschen zu, mit denen ihr das Gefühl habt, so oft eine Rechnung offen zu haben. Und wenn das ihr selbst seid, dann müssen wir halt alle bei uns selber anfangen. Dann müssen wir uns selber verzeihen. Für den Blödsinn, den wir gemacht haben, für die Beleidigungen, die wir ausgesprochen haben, für das Unrecht, das wir vielleicht getan haben. Weil wenn wir uns verziehen haben, dann können wir den anderen auch verzeihen. Wir müssen jetzt denen die Hände reichen, die wir nicht anschauen können im Moment noch, und uns mit denen an den Tisch setzen. Weil wenn wir, und ich sage das jetzt ganz plakativ, wenn wir uns alle lieben, gibt es keine Macht mehr, die irgendwas da dazwischen funken kann und irgendwo ihre Fühler reinstrecken kann, um wieder irgendwas dagegen zu streuen. Es ist eine große Aufgabe für mich auch, weil es gibt Menschen, die mir nicht zum Gesicht stehen, aber ich versuche, einmal einen liebevollen Gedanken hinzuschicken und dann einen zweiten, und dann, wenn es geht und wenn ich mich gut fühle, dann versuche ich, mit dem zu sprechen und ihn einzuladen. Auf ein Getränk, auf ein Gespräch, ist ja egal. Ich glaube es gar nicht, was das für einen Effekt hat. Kommst plötzlich drauf, so blöd ist der gar nicht. So dumm ist der gar nicht. So andere Ansichten vom Leben hat er gar nicht. Und das müssen wir jeden Tag machen. Die da oben, die wollen immer noch, dass wir uns streiten. Und wenn wir das tun, haben die gewonnen. Da werden sie uns immer dahin bringen, wo wir laut ihrer Meinung hinkommen. Aber wir sollten uns alle zusammensetzen. Eine riesen Gaudi haben, lachen, uns freuen. Dann läuft aber nur noch Welcome to Freedom und sonst gar nichts. Genau. Das ist das, was uns sehr, 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 sehr viel Energie gegeben hat, dieser Gedanke, um das zu machen. Und OBBD, und jetzt kommen wir zu den Instrumenten, weil es passt genau in dieses, es ist genau der gleiche Gedanke. Diese Menschen, die das gemacht haben, haben sich weiter überlegt, okay, wir haben jetzt eine Erklärung geschrieben, diese wurde nicht widersprochen, es ist internationales, weltumspannendes Recht, alles an zwangsvollstreckt, das System als solches existiert nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir sie natürlich darüber informieren, jetzt müssen wir ihnen das sagen. Jetzt können wir auf die Straßen gehen und die Gebäude einrennen und diesen ganzen Gewaltschaß machen. Ist natürlich keine Lösung, also haben sie gesagt, wir werden sie höflich darüber informieren, was passiert ist. Das heißt, sie haben mehrere Dokumente geschrieben, die allesamt sehr liebevoll und respektvoll geschrieben sind, aber zu dem Zweck da sind, dass wenn heute wieder einer vom Finanzamt sich an mich wendet und behauptet, ich schulde irgendeinem zwangsvollstreckten privaten Unternehmen Geld, dann erkläre ich ihm ganz höflich mit dieser Erklärung, das und das und das ist passiert, den und den Status habt ihr, nämlich gar keinen mehr. Und wenn ihr mit mir Geschäfte machen wollt, dann kannst nur noch du, der Herr Huber, der du behauptest, für das Finanzamt zu arbeiten, mit mir in einen Geschäftsvertrag treten, das sind meine Bedingungen und dann können wir über alles reden. Das aber alles auf einer höflichen und liebevollen Ebene, weil es darum geht, dass wir auch denen, die in der Mühle drinstecken und da irgendwie selber nicht rauskommen oder das noch gar nicht sehen, ihnen auch Informationen geben und sagen, so schaut's aus. Schaut sich das an, du gehörst ja auch dazu.
ja, du sitzt von 9 bis 13 Uhr am Finanzamt, aber ab 13.01 Uhr ist einer von uns. Und du kriegst auch die Forderungen zugeschickt. Und du kommst auch nicht mehr zurecht. Und für die ist das Heizöl auch viel zu teuer. Und für die treffen all diese Sachen, die auf uns alle zutreffen, genauso zu. Und es hat sich auf der ganzen Welt wie ein Lauffeuer verbreitet. Es haben sich in jedem Land Gruppen gebildet. Und um das einmal zu sehen, welche Größe das genommen hat, das OPPD. Ja, wir sind aus Kärnten, in der Nähe von Klagenfurt daheim. Klagenfurt, 90.000 Einwohner. Das sind mittlerweile, ich sag's euch ehrlich, tausende Menschen, die darüber Bescheid wissen. Jetzt rechnet es das einmal hoch, einmal nur auf die westliche Hemisphäre. Wie viele Städte in der Größe es gibt? Ah, wie gesagt, die Chinesen fallen aus. Aber nehmt einmal nur Europa, Nordamerika, vielleicht Südamerika, ja, nehmt einmal nur die drei Kontinente. Und stellt sich vor, in jeder Stadt, wo 8.000, 9.000 Leute leben, gibt es schon ein paar Tausend, die das wissen. Das sind Millionen. Millionen, die spüren und wissen, was da abgeht. Aber nur wissen. Aber es anfangen umzusetzen. Viele, also ich sage ja nicht, tu das oder tu das. Ich würde euch das niemals sagen, schickt das dorthin. Aber es gibt dieses Instrument. Ich habe selber ausprobiert, um mal zu sehen, was passiert. Es ist für mich einfach eins von vielen Instrumenten, um das System zu informieren, wo ich stehe, wo es steht, weil das weiß es ja nicht. Und da gibt es eben diese Höflichkeitsmitteilung. Die wird ignoriert, diffamiert, manchmal hat sie auch schon wirkt, ja. Weil der Empfänger, ja, ist immer der Ausschlaggebende. Und wenn der Empfänger plötzlich spürt, hoppala, ja, das was da steht, das resoniert mit mir, da spüre ich was, da hat es schon viele gegeben, die dann ihre Tätigkeiten betreibend eingestellt haben. Es hätte eigentlich einer gereicht, aber es hat es schon viele gegeben, mittlerweile tausende Fälle, das alles im Internet nachzulesen, ja. Und es ist weiterhin so gegangen, dass der OPPD die Menschen darüber informiert, was oder wer eigentlich der Wert ist auf unserem Planeten. Und um das festzustellen, eine Frage an euch, wenn alles so wäre, wie es jetzt ist auf der Welt und uns Menschen gäbe es nicht mehr, was ist der Wert? Hat das Haus noch einen Wert, das Auto, das Gold, hat irgendwas einen Wert, wenn wir nicht da sind? In unserem System gar keinen mehr. Wer ist dann der Wert? Es ist richtig, dass die Zeit der Wert ist. Aber auch wir sind der ursprüngliche Wert als Menschen, weil wir das erschaffen, weil wir der Zeit den Wert geben. Das heißt, der Wert sind wir. Der Mensch, nicht die Person. Der Mensch ist der Wert und von ihm geht alles weitere aus. Und unser Glauben natürlich an das, ja? An die Scheine, an das Gold, an die Autos und alles Mögliche. Und das ist die Erkenntnis, die in Wahrheit dahinter steckt. Wenn du erkennst, dass du der Wert bist und nicht der Papierschein und nicht das Auto, sondern nur das, was du damit machst, mit deinem eigenen Wert, dann erkennst du auch, dass du plötzlich wieder dastehst in der Hierarchie, wo du eigentlich hinkehrst. Ne? So wie der Joe das vorher aufgezeichnet hat. Nämlich aus der Schöpfung, erwachsener Mensch. Und da gibt es ein tolles Beispiel im Moment, das ist die Kiri aus Neuseeland. Und die hat nichts anderes gemacht, wie Banken jeden Tag machen. Sie hat einen Wechsel eingelöst. In dem Fall hat sie einen Scheck verwendet, weil sie erkannt hat, wie das System funktioniert. Sie hat erkannt, was Personen sind und sie hat erkannt, was der wahre Wert ist. Jetzt ist sie hergegangen und hat einen Scheck genommen, hat 15 Millionen aufgeschrieben. Dieser Scheck war mit einem geschlossenen oder stillgelegten Bankkonto verbunden. Das könnte man jetzt als Betrug auslegen, ist es aber systemisch gesehen nicht, weil Wechsel der Banken sind nichts anderes. Die ist hingegangen, hat das dem Bankschalter Menschen dort hingelegt, der hat das bearbeitet, weil es gibt jetzt immer keinen Grund, das nicht zu bearbeiten. Im Zuge der weiteren Hintergrundbearbeitung im System sind sie draufgekommen, hoppala, da stimmt irgendwas, ne? Und haben das Bankkonto gesperrt. Dann haben sie es eingesperrt, jetzt hat es eine Gerichtsanhörung gegeben, aber die hat alles richtig gemacht. Die hat gewusst, wie sie sich dem System gegenüber verhalten muss, was sie sagen muss, wie sie handeln muss. Mhm. Sie ist mittlerweile auf freien Fuß und es schaut so aus, als würde sie ihre 15 Millionen Dollar kriegen. Wow, sehr geil. Die 15 Millionen Dollar sind nur ein Bruchteil des Wertes, der sie ist. Den gibt sie sich einmal selbst und das zweite Mal gibt uns das System einen Wert. Und das ist das, wo ich noch einhaken wollte, wo der Joe gesagt hat, über unsere Geburtsurkunde wird die Person erstellt. Auf der Geburtsurkunde gibt es eine Nummer oben. Das ist die 2057, 1970 bei mir.
Ist es die DVR-Nummer auf der Geburtsurkunde? Nein, DVR ist, glaube ich, eine Datenverarbeitungsregisternummer. Es gibt eine Nummer da oben, die endet eben mit eurem Geburtsdatum und beginnt mit einer anderen Registrierungszahl, mit einer vierstelligen. Wenn du diese Nummer, nein, es ist nicht die Sozialversicherungsnummer, es ist eine eigene Geburtsurkundenregistrierungsnummer. Und da gibt es eine Online-Datenbank, da kannst du diese Nummer eintragen und du siehst, was du für einen Wert hast. Weil der Wert deiner Person durch die Geburtsurkunde, der wird als Besicherung an den Internationalen Währungsfonds und an die internationalen Banken geschickt. Und dient als, einerseits als Kreditbesicherung und andererseits sicher. Wird das so wie alle anderen, so wie der EMS und alle anderen, wird das gehebelt. Das heißt, bei uns in der OPPD-Gruppe hat es angegeben, ein Quantenphysiker, also ein super Typ, der ist 73, der hat seinen Wert nachgeprüft. Mittlerweile kenne ich ein paar, die das gemacht haben. 4 Milliarden. Wow. Ich hab gesagt, gut, du zahlst heute, ja. 4.000 Millionen Euro. 4.000 Millionen Euro. Somit verstehen wir auch, wie diese ganzen fantastischen Summen, von denen der Joe gesprochen hat, überhaupt zustande kommen. Wie diese Schuldenberge entstehen können, aufgrund welcher Besicherung von jeder von uns 4.000 Millionen wert ist. Vielleicht ist das schon weniger, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir das jetzt anschauen. Ich habe schon ein paar Mal gehört, mit der Anbieter, ich habe nie den Link gekriegt. Ich schaue nach, ich sage es euch. Das heißt, wenn wir zur Bank gehen und unseren Wert hinterlegen wollen, dann tun wir nichts anderes, wie die Banken jeden Tag tun. Und das hat das System jetzt ganz lustigerweise genau bei der Kirche in Neuseeland eingestanden, weil die Mainstream-Medien, das heißt die offizielle Tageszeitung, so wie bei uns Krone oder was der Kuckuck, also eine richtige offizielle große Zeitung, ja, so wie wir es bei uns empfinden, hat geschrieben, ja, es ist angeblich ein Betrug, aber sie hat ja nichts anderes getan, wie die Banken jeden Tag tun. Ne? Und das in sich war schon eine super große Aussage von so einer Zeitung. Sie sind aber noch weitergegangen und haben gesagt, wenn sie jetzt Recht bekommt, also Recht bekommt im Sinne von ihr Geld auch tatsächlich bekommt, diese 15 Millionen, die sie hinterlegt hat, also ihren Wert hinterlegt, dafür Scheine bekommen, würde das neuseeländische Regierungs- und Finanzsystem zusammenstürzen lassen. Das ist eine Welt eigentlich. Ja. In Folge. Sie haben jetzt einfach mal isoliert Bericht erstattet, ja, aus welchen Gründen auch immer, aber dieser Zeitungsartikel allein war schon sensationell. Sensationell in der ganzen Bewegung. Das heißt, ich komme zu dem Punkt, wo es gar nicht mehr wichtig ist, also ob OPPD juristisch tatsächlich korrekt durchgeführt worden ist und das alles gestürzt worden ist. Die Menschen machen das einfach. Die Menschen mit ihrer Energie und ihrem Bewusstsein machen das. Und wenn wir zu denen hingehen, die uns jetzt immer noch unterdrücken wollen, diese Bioroboter, die da draußen herumschwirren, und ihnen liebevoll erklären, sie sind so wie wir Menschen, wir spielen jetzt ein anderes Spiel, nämlich ein Spiel, wo wir alle Gewinner sind, dann werden wir alle Gewinner sein. Welcome to freedom.